Na Leute, der erste Boss macht Schwierigkeiten, gell? Also ich habe selber ca. 2,5 Stunden gebraucht, bis ich gelernt habe, das zu parieren. Aber um ehrlich zu sein, das ist wirklich das, was euch helfen wird. Lernt bei dem Boss zu parieren. Das ist euer erstes Training und das ist wirklich ein sehr gutes Training. Das zweite, was euch hier helfen wird, ist natürlich die Magie. Ihr pariert ihn, ihr schlagt ihn mit der Waffe, dann macht ihr den Angriff mit dem Dreieck, dann tut ihr ihn noch ein bisschen mit der Magie feuern und dann macht ihr einen tödlichen Angriff und endlich irgendwann mal ist die erste Phase schon durch. Und was passiert bei der zweiten Phase? Ihr geht einfach allen Angriffen aus dem Weg. Versucht mit ihm nicht zu kämpfen. Ihr pariert nur den Superangriff, der ist wirklich leicht hier. Das Timing könnt ihr wirklich fangen. Ihr pariert den Superangriff und schlägt ihr in dem Moment, wo er im Stun ist. So, das ist eure Taktik, mehr braucht ihr eigentlich nicht. Und ihr wartet darauf, bis der Spezialangriff mit dem Drachen sich lädt und dann mit dem Dreieck und dem Kreis drückt ihr und beendet einfach den Kampf. Und schon ist der Boss besiegt. Aber ich muss ehrlich sagen, 2,5 Stunden habe ich gebraucht. Das war auch für mich sehr schwer. Das ist alles. Bitte lasst einen Like da und viel Spaß beim Spielen.